Ich geht aufwärts. Schnauze. Wartet mal, ich komme mit drin. Was gibt es Neues? Los, erzählt. Na gut. Wir haben jetzt noch nicht mal 100 Benzin. Öl. Kabi. Öl. Oh, Jens. Ja, ich weiß, hier geht der Ohr auf den Sack. Er sieht halt ein gelber, ne? Die halten schon ein bisschen mehr aus. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit den Kabin. Tag 35. Wir haben die 35. Welle hinter uns. Alle die ganz gut gelaufen. Der eine Schocker ist natürlich ausgefallen, der war nicht angeschlossen. Aber stromtechnischerweise, da das ist übrig geblieben bei den Innenschocker, also würde ich mal sagen, ja, eine Batterie sparen wir jetzt dadurch, dass dann zwei mindestens laufen, oder zweieinhalb, also anderthalb Batterie werden wir sparen. Weil, wie gesagt, geht davon aus, weil die Zombies ja dadurch eben halt auch schneller sterben, ne? Wir werden uns jetzt erstmal, bevor wir abhauen, drum kümmern. Ich werde noch ein oder zwei Türmschienen hinstellen. So dass wir quasi, wenn wir zurückkommen, ein wenig mehr Benzin zur Verfügung haben. Also, jedenfalls sollte es so sein. Und dann werden wir noch eine kleine Tour in die Stadt machen. Also, jedenfalls sollte es so sein. So ist der Plan. Wir wissen ja bei mir, nichts steht in den Büchern geschrieben. Alles kann sich ändern. Alles kann, nichts muss. Nicht wahr? Ja. Denen ist nichts hinzuzufügen. So, was wir hier da. Was brauche ich noch? Nägel natürlich. Batterien zwei. Ja, von allen zwei. Da brauche ich noch ein bisschen was. Da brauche ich ein bisschen was. Da brauche ich ein bisschen was. Gut, brauche eigentlich von allen noch was. Ja. Also. Batterien. Zwei. Weg. Ist doch richtig. Batterien. Sicherung. Platte. Jetzt wie Platten. Sicherung. Liebe. Und Platten. Achso, hier der ja nicht. Jetzt brauche ich ein bisschen Größe und so, ne? Erste kann ich jetzt nie herstellen. Doch, kann ich doch. Aber nicht so viele, wie ich brauche. Gut, das heißt, ich muss erstmal ein bisschen Äste sammeln. Ein klein wenig. Ich gebe halt Eisen, den ich schmelzen kann, weil sonst wird es nicht. So, da bin ich, Villa. Ich habe jetzt noch ein bisschen Äste und ein paar Ranken hier gesammelt, weil ich brauche ja auch ein bisschen Eisen, weil sonst kann ich mir nämlich nicht bauen. Aber sonst, soweit müsste eigentlich halt fertig sein. Nägel muss ich neu herstellen, aber sonst habe ich alles da. Los. So, jetzt brauche ich mal ganz schnell ein wenig mehr Eisen. Autsch, autsch, heiß. Aber sonst alle durchgefräst. Und was das Erstaunende gerade ist, ich bin nicht ein einziges Mal den Bären über den Weg gelaufen. Also nicht einmal, also gar nicht. Bin ich gerade ein bisschen erstaunt. Weil sonst kannst du keine 2 Meter laufen, ohne den auf der Schuhe zu treten. Zeig da ein bisschen hier los. In der Richtung. So, was fehlt mir jetzt? Also mir fehlen, wie ihr sagt, ja, mache ich von hier jeden 2 und dann brauche ich bloß noch 100 Nägel. Ich sehe schon das Problem. Aber hey. So. Aber nicht, dass wir 100 Nägel zusammenkriegen. Und wenn ich die zusammenkriege, kriege ich kein Benzin mehr zusammen. Habe ich mir doch gedacht. Ist auch halt Murks, ist das. Da willst du was herstellen und dann kannst du es nicht, weil dein Material ist. Gut. Wie gesagt, habe ich zwar Ditte. Kann aber denn nie weitermachen, weil Benzin und ich kann mir auch keine Kits herstellen, weil dazu brauchst du ja auch Fragmente. Naja, gut, dann kann ich bloß noch hoffen, dass wir unterwegs noch irgendwas Vernünftiges finden. Dann muss ich das erstmal wieder mal zurückstecken. Ist das jetzt hier drin? Scheiß drauf. Wie immer. So, Eisen. Wie gesagt, schon viel zu viel Zeit gekostet. Lange wollte ich eigentlich ja nicht machen. Also,
in Sachen Beschaffungsmaßnahme. Richtig, ich werde doch hierhin, aber das andere hier. Ganz ruhig bleiben. Oh. Na gut, wenn ich jetzt da runterlaufe, sollte ich auch eventuell so ein oder zwei Eisenbrocken sehen. Würde ich jetzt mal sagen. Sollte möglich sein. Kann ich das hier noch hin? Ja, das wird schon wieder knapp, ne? Gut, dann muss ich das Plastik doch nochmal rausnehmen. Der kommt dann woanders hin. Und dann hier hin. Wie immer. Wie auch vorher, ja. Oh. Nee, da nicht. Nein, da nicht. Genau. Aber ditte, dann kommt... Na komm. Erwartet, ne? Ja. Da kommt denn... Du? 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 Jetzt ist der Hammer hin. Wie ist, dass du da bist? Ich sehe den gerade nicht. Sag mal, bin ich blind? Gut. Er wird schon irgendwann auftauchen. Oh, mal, das kommt da auch hin. Und wird alles so schön verteilt. Ist ja jetzt egal. Das ist es nicht, aber machst du erstmal nichts. Was ich da irgendwo hingeschmissen haben? Den bestimmt vor meine Nase und ich sehe den nicht. Da ist er doch! Oh. Gut. Hat sich ja erledigt. So, Batterie kann auch nur hier. Ah. Ich muss das machen, weil sonst ist Platz, der, wie gesagt, auch den Platz. Oh, dann haben wir das da. Ich jetzt umwandeln in Äste. Der kommt nachher raus, der kommt da hinten hin. Also, so viel fehlt ja nicht. Ja, Munition ist ein bisschen knapp. Nochmal. So, wir sind jetzt fast fertig zum Abhauen. Ich mache jetzt bloß noch die Route hier drin stecken. Sonst ist eigentlich alles soweit, ja, so leer wie möglich ist. Aber eins werde ich nochmal schnell schauen. Und zwar, was wir noch am Benziner drin haben. Wie gesagt, da waren ja eh zwei Zombies, die an hier rankamen. Geht man davon aus, nichts. Oder nicht mehr so viel. Wie gesagt, ich kann mir keine Kits herstellen, weil mir die Fragmente fehlen. Naja, gut. Ich hoffe, dass ich das halt so hinkriege. Muss ich rechtzeitig zurück? Wir sehen uns in der Stadt, sag ich mal, wa? Also, bis gleich. Wie gesagt, du kriegst zwar denn so vielleicht auch ein bisschen Eisen zusammen. Aber Benzin... Jetzt ist nicht so, dass ich vor Freude in die Luft springe. Sag mal hier, das, Dings hier, da war ja auch eine Zurücksetzung gewesen bei mir, ne? Hätte durchaus möglich können. Ich kick mal darin. Vielleicht kriegen wir ja da doch noch was raus. Ich glaube, er braucht wieder ein bisschen sie braucht ein bisschen Ausdauer. Also rennen und zukloppen kann sie nicht. Gut, ich muss ja so oder so in diese Richtung. Im Krankenhaus, ganz oben, alle Zimmer hatten wir ja eigentlich auch noch nicht. Aber wie gesagt, bis ich mir da durchgewurschtelt habe, wo ich schon war und wo nicht, ist auch nicht so gut.
Ist jetzt erstmal nicht. Ich will ja die Munition sparen. Und dann sollte ich mal vielleicht. Und dann ist aber das Problem, dann muss ich mir wieder umstellen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Weil jetzt habe ich die ganze Zeit den Kopf gehabt, dass es die 3 und die 4 ist. Jetzt ist es hier genau umgedreht. Und das ist nicht gut, wenn man sowas macht. Das ist nicht gut. Ich muss mal schnell so die Tür offen. Heißt das, wir waren schon drinne. Da sie aber verschlossen ist, hau ich da nochmal rein. Wie gesagt, wir hatten ja eine kleine Rücksetzung gehabt. Ich glaube, jetzt ist es wieder Zeit, die 4 zu drücken. Jetzt habe ich mal ihn auf den Sack gekriegt hier. Erstmal die Locken aus dem Frosch. Na komm. Hier dran. Hinter dir. Hihi. Bin ich hier dran. So, und da ja Zeit begrenzt ist. Schnell, schnell. So. Wie gesagt, eigentlich sind wir wegen Benzin unterwegs und so ein bisschen Edelmetall. Aber wir dürfen im Zeit nicht wählerisch sein, ne? Nauze. Untoten. Ich führe euch in den Urzustand zurück. Hierin. Position. Weg. Oh, ein Benzin. Wow. Ich meinte ein Öl. Holy moly. Und die Orientierung, Arsch. Yep, ist schon die andere Seite. So, da haben wir eine Kiste und da haben wir das Regal. Ihr seht. Nix viel Zeit. Also. Muss ich hier erstmal durchpiesen und hoffen, dass hier noch Zeug drin ist. Tada. Na komm. Na komm. Genau. Eine Kiste versteckt. Schade. Schade, schade. Mich nie gesehen hat. Selber schuld. Naja. Wenn du was willst, komm runter. Wahrscheinlich tut er das gleich. Oh ja. Böse, böse Tür. Ich weiß. Versteh dich. Warte. Hab doch gesagt, warte. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Hier durch. Alles wichtig für mich. Wie sehe ich, müssen wir denn später auch noch Raketen herstellen? Holy moly. Und das ja nicht mal so wenig. Nimm ich diesmal mit. Außer die Bücher. Kann ich ja nicht rausschmeißen. Ja, natürlich, wenn er. Ja, dass man nicht auch am Mann zerreißen kann. Also ich nehme, wenn ich so Blätter bräuchte und hätte ein Buch, dann würde ich da einfach da die Seiten rausreißen. Sag ich jetzt mal so. Ich geht aufwärts. Schnauze. Rutschen. Rücken an der Wand.
mal, das ist erfolgreich gewesen. Machen wir auf. Die dreht sich mit dem Rücken zu mir. Warum mir den Rücken? Ja, gut. Zur Not, wie gesagt, diesmal schmeiß ich sie raus. Wenn nicht anders geht. Wie gesagt, Fragmente und Benzin und Kupfer am Vorrang. Aber erstmal die Steine. Die fliegen zuerst raus. So. Hier da hinten, Hannes, geh mal zur Seite. Das ist, wie gesagt, das bringt mir ja nichts. Ja, nicht mehr so wie. Immer noch den Kopf mit die Nägel. Aber gut. Das war mal. Ne, Kisten. Ich wollte gerade sagen, sind hier nicht Kisten? Nein, sind sie nicht. Wartet mal, ich komme mit drin. Was gibt es Neues? Los, erzählt. Oh, wenig? Oh, drücke T. Mach ich. Hey, Benzin. Hey, wir haben schon 7 Öl, meinte ich. Wir haben schon 7 Öl. Kann ja bloß noch aufwärts gehen. Was, wo? Komm her. Hihi. Na, ich will doch die Knarre, Jani. Die macht doch bloß Verstopfung. Na gut, wir haben jetzt noch nicht mal 100 Benzin. Öl. Ich habe ihn. Öl. Ja. Whatever. Mal kurz hier hinten. Ach ja. Da unten war ja nichts gewesen, ne? Da war ja kein Loot. Trotzdem drunter gucken. Was ist denn hier ein Schrei, Hans? Das ist außen, ne? Das ist doch alles Schiebung, was der da war. Wieso kann der uns außen, draußen? Er steht draußen, meinte ich. Und kann mich hier drinnen entdecken. Das ist doch alles Schiebung. Was ist er denn? Hihi. Oh, Jens. Ja, ja, ich weiß, ja, dir geht da hoch auf den Sack. Ich bin schon am Klären, Leute. Wenn er stehen bleiben würde. Aber macht er ja nicht. Na? Maniküre gefällig? Es sieht halt ein gelber, ne? Die halten schon ein bisschen mehr aus. Wollte ich eigentlich ja nicht machen, aber hey. Hier unten ist ja nichts. Bloß Kupfer. Jetzt, bloß Kupfer. Nehmt das mal doch mit. Na gut, man bräuchte eigentlich ja bloß. Was ist denn das rot? Achso, weil ich das so eingestellt habe, wa? Ja? Das bedeutet, das ist fast kaputt. Das fällt mir jetzt erst auf. Mein Wegpunkt, der ist rot. Ach nee.
Ja, nee, ist klar. Habe ich ja letztes Mal so eingestellt, Idiot. Oder? Oder verwechsel ich das gerade? Kann natürlich auch heißen, dass der Punkt fast kaputt ist. Nee, stimmt, bei Dings konntest du das einstellen. Ach, keine Ahnung. So, dann sind wir hier immer durch. Dann kicken wir mal weiter. Was mir gerade so nebenbei aufgefallen ist. Seit wann ist mein Wegpunkt rot? Ist das unsere Base wird angegriffen und ich bin nicht da? Das wäre auch schlimm. Jetzt stellt euch vor, die fügen nicht nur ein, dass du eben halt auch, wenn du unterwegs bist, dass sie die Hütte angreifen können. Alter, das wäre so schlimm, wäre das. Dann müsstest du ja kicken, dass du Dauerstrom hast, dass wenigstens die Katapulte an sind. Die Ballisten, so. Nee. Das könnten sie schon machen, aber das wäre für uns ein Super-GAU. Du könntest nicht weg. Du hast keine Pferd. Also, dass du Zeug looten kannst. Uiuiui. Ui, ui. Ich hoffe, das wird niemals kommen. Oh. So. Imagine. Die Dudes sind wieder da, aber der Loot lässt zu wünschen übrig. Nö, dann will ich nicht hierhin. Bin ich wieder raus. Billig. Auch so ein Rücken kann entzücken. Wie viel? 72 habe ich noch. Alles ja kein Problem. Erstmal. Ich hab da eben noch. Also, ich komme manchmal durcheinander mit die Geräusche von mir und die Zombies. Das ist irgendwie so immer so Nachhall, ist das da. Ja. Denke ich immer, hinter mir steht jemand. Warte. Aha. Oh, mitnehmen, 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 mitnehmen. So, und dann mal kicken, was da passiert. Ich meinte, was wir da rauskriegen. Wo denn? Da. Ja, wie gesagt, andere Möglichkeiten hast du fast bald ja nicht mehr. Können wir noch da hinten nachkicken? Das werde ich auch gleich tun. Oh, hier oben könnte man eigentlich auch noch. Das könnten wir noch tun. So, dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Ja, wie gesagt, Ranken und Äste können wir nie noch haben. Da war ich schon drinne. Ja, wie gesagt, da hinten vielleicht noch. Schauen wir mal da hinten, was da los ist. Achso, das ist ja schon auf dem Weg zurück. So, da ist er zurück. Also unser Zuhause. Da, wie lange brauchen der? Der ist ja mal langsam. So, hier müssen wir auch drin gewesen sein, genau. Ja. Da waren wir da auch schon? Ich glaube mal, ja. Brauche ich bloß gucken, wo die Türen offen sind.
Piep, 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 piep. War auch schon drinne. Ah, wahrscheinlich. Ja, Tür ist offen. Ach ja, 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 ja. Naja, gut. Hinten beim, na, sag schon, beim, was ist denn das da? Betriebsgelände da hinten, der große. Da waren ja auch noch ein, zwei Autos, aber als, wie gesagt, Gefängnis, da haben wir auch so weit durch. Nicht besser. Wird einfach nicht besser. Da ist das da. Nee, das ist fake. Ja, fake. Alle fake hier. Nö, von der Seite. Falsche Seite drin gekickt. Ja, warten Sie, ich komme rein. Gut, hätte ich auch draußen bleiben können. Ein Kopf, der nagt. Auf der anderen Seite. Du siehst nicht aus wie eine Ente. Nicht die Bohne. Auf dem Dach, wa? Weiter auf dem Dach ist das. Hier runtergeschossen? Sorry, tut mir leid. Muss ich so machen. Oh, ah, doch, ich komme doch ran. Sie kniet sich zwar, ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Das muss ein anderes Universum sein. Also, wenn ich gerade über mich sehe und mich hinknie, meistens, also bei mir funktioniert sowas nicht. Wenn ich in der Küche stehe und da was auseinandernehme. Ne. Cool, müsste ich mal heute ausprobieren. Was, wo? Die sind schon wieder da. Gut, also, Zwischenbilanz. Des Loot-Hands. Benzin. Wird bis jetzt noch nicht so schön. Also, 90 haben wir jetzt. Also, wenn ich jetzt umwandle. Nicht viel. Weil, wie gesagt, ich habe keine Wartungskits. Kann es nicht herstellen. Wie gesagt, auch wenn ich das jetzt herstellen würde, würde es eine Weile brauchen, bis ich das da rausgepult kriege. Bis jetzt ist das alles nicht so das Wahre. Ja, und hier ist schon alles auseinandergenommen. Kannst du knicken, das Ding, das ist vorbei. Weil hier sind wir ja lang gekommen, on the water. Und hier kommen wir jetzt schon wieder zurück. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Wenn ich mir ankicke, wie ich jetzt treffe, sieht das nicht gut aus. Also für mich. Das ist ja ekelhaft. Komm mal. Also, war schon mal besser. Das war schon mal besser, das Treffen. So, da bin ich auch wieder. Zu Hause. Ich sag mal so, den Weg hätten wir uns jetzt sparen können. Ja, 40 Minuten durch die Gegend gerannt. Ich war jetzt ja eh mal in einem in the President, in das Haus drin, in dieser Villa. Da habe ich jetzt stolze 90 also umgerechnet schon 90 Benzin zusammengekriegt. Ey, das, wie soll ich denn das machen? So, jetzt stellt da noch ein Türmchen hin. Wenn gut laufen tut. Dann muss ich das anschmeißen. Ja. Wird schön. Schön wird das. Schön doof.
Und die Gehöre ist dann nämlich schon wieder was kaputt. Und das ist nämlich das nächste Ding, was ich mir gedacht habe, was passieren könnte. Und es ist nicht nur einer, das sind so ja zwei. Dass es sich richtig lohnen tut. Mal schnell nach, was da fehlen tut. Ja, hier dürfte ja nicht fehlen. Hier ist ein bisschen. Das, ist noch okay. Es ist noch okay. So, ja, gut. Weiß ich erstmal hier das ganze Holz drin. Die Steine. Ja, gut. Den ganzen. Hier Lump. Das ganze hier Lump. Ich hab gedacht, wir kriegen so ähnlich viele Sachen zusammen, aber. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das mit drin schneide. Also, ihr werdet das wahrscheinlich schon gesehen haben, in diesem Fall. Aber wie gesagt, nee, okay, ich lasse jetzt in die Hütte drin schneiden. Oder lasse. Schneide sie drin. Aber sonst, den ganzen Fußmarsch, kann ich mir klemmen. War jetzt nicht das der geilste Scheiß. Oh. Hab ich. Wie gesagt, dann fehlt mir das. Das krieg ich jetzt hin. Vier Stück. Ja, und dann in die Nähe. Und dann hoffe ich, dass ich da noch irgendwie was hingezaubert kriege. Oh. In Sachen Benzin. Also ich sehe, jetzt brauche ich nicht wieder Barren. Noch. Was heißt hier noch? Ich habe ja ein bisschen was gesammelt. So. Ist schon besser. So, dann stellen wir mal den nächsten Ölturm her. Dann haben wir zwei mehr. Naja, gut. Dann können wir eben halt bloß noch hoffen, dass Masseklasse und dass da so immer so 9, 7 und so rauskommen tun und nicht hier 2. Was ja maximal kacke wäre. Könntest du mal bitte. Dankeschön. Und dann steck mal ein paar Kits her. Wartungskits. Und dann kicken wir, was rauskriegen. Alter, und dann habe ich noch nicht mal Munition. Gut, wir haben noch. Ist alles noch drin. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, es ist. Jo, Junge. Auf das. Oder Hammer, so rum. Auf das Hammer. Gut, ich kann, wie gesagt, noch nebenbei ein bisschen Eisen sammeln. Ja, gut. Brauche ich schnell noch Benzin. Dann brauche ich wenigstens das Benzin dann hier rauspulen. Quasi eine kleine Starthilfe. Hoffen wir mal, das Beste, wa? So, und eigentlich bräuchte ich dasselbe hinten auch nochmal. Mit diesen Teilen. Weil, wie gesagt, ich brauche ja auch das Eisen. Oh, ist das laut. So, könnte ich ja eigentlich mal gleich kicken. Oh, ich muss die weg, Alter. Oh, ihr habt so ein Glück, eventuell. Das ist ja neu. Im besten Fall, wie gesagt. Ist das ja für euch zusammengeschnippelt. So, und da bräuchte ich einfach bloß Batterien, dasselbe normal. Ah, bräuchte ich Gummi. Aber ich krieg da raus. Bäume sind ja gepflanzt. Hallo? Ist da wer? Ich höre hier gar nichts. Oh, zwei. Hä? Ihre. Und? Nochmal zwei. Klar. 11 Stück insgesamt. Ganze 11 Stück. Gut, ja, muss ich erstmal so. Ja. Hilft ja alles nichts. Muss ja irgendwie hier rinkommen.
So, dann machen wir mal hier Sicherung. Check. 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 So, Nägel? Platten. Dann könnte ich vielleicht so ja noch. Ja, ich brauche auch noch 40 Nägel. Eieiei. Da habe ich mir dabei gedacht. Und stimmt ja, ich hab das jetzt für eins. Eins, zwei? Braucht das ja nochmal zweimal. Ja, jetzt sind noch die Platten. Dann die Nähe. Dann kann ich alle hier rin sammeln und hoffen, dass ich das denn so hinkriege. Alter, das wird so kacke. Naja, gut, vielleicht habe ich ja, wie gesagt, Glück. Ich muss ja auch irgendwann mal wieder aufwärts gehen. Lass mich, mein Inventar ist voll. Lass mich in Ruhe. Von wegen, du bist. Nee, du bist voll. Gut, dann haben wir Ditte. Dann liegt nochmal mit euch ein bisschen Eisen sammeln. Ich muss hier weg. Wir müssen hier weg. So, Bauer. Kannst du das nicht? Oder ist das da? Ach, das ist mir eigentlich total Latte, ist mir das da. Was fehlt mir jetzt? Achso, Nägel. Reicht nicht ganz. Egal. Hauptsache weg hier! Alter Falter! Warum sammelst du? Ich weiß es nicht. So. Ich will ein bisschen Eisen einsammeln. Naja, ein bisschen müssen wir noch sammeln. Und dann, ey, ich muss daran denken, dass ich den ganzen Weg auch wieder runterrennen muss, ne? Warum habe ich das jetzt gemacht? Ja, lässt sich doch ja nicht mit sowas. Ich glaube, mit denen sollte ich mich nicht. Also. Gut. Es ist dazu zu spät. Müsste ich dazu sagen, ne? Ach du Scheißendreck. Warum habe ich das gemacht? Mann, warum mache ich denn sowas? Wir sind hier nicht bei Resident Evil. Im Herz schießen bringt da nichts. Interessiert ihn ja nicht. Aber der muss hier rumrennen, wa? Die ganzen Bäume. Huhuhu. Ich geh schon mal runter. Die Scheißendreck. Die Raketen sind ja auch raus, ne? Das war eine sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr gut. Und total intelligent von mir. Erst überlegen, dann machen. Wenn jetzt noch andere Dudes kommen, dann habe ich meinen Spaß. Ich habe ja auch nichts. Ich habe nichts für die Knifte. Die Knifte, die ist leer. Ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie einen Punkt hier mir suchen kann, wo ich mal durchatmen kann. Höhlen oder sowas gibt es ja hier nicht. Ich hoffe, dass du der Einzige bist. Ach Mann. Ich werde das auch jetzt nie ausprobieren. Also, mit Laserschwert und so. Ich glaube, das interessiert ihn nie. Er ist über das Ding hinaus. Was? Hä? Ich glaube, ich habe das hier gefunden, wo die herkommen. Ich hab noch 6 Bolzen. Ich mach mir gleich auch einen Bolzen. Und zwar in die Hose. Ups. Brauch mehr Platz. Ich brauch mehr Platz zwischen ihm und mir. Dann kann ich mir noch ein paar Bolzen herstellen, was ja richtig geil ist. Keine Panik. Er ist ja schon da. Na gut, das ist mein Inventar. Ja, gut. Ist egal. Bringt der was, wenn ich den in den Kopf schieße? Und wenn, in welchen? Gut, der ist noch da. Ist zu Ende. Ich bin wieder ein Killer. Und zwar ein Tintenkiller.
Und spiel jetzt bitte nicht ruckeln. Ich schieß in sein Auge. Alter, ringsherum um sein Auge. Seht ihr das? Totaler doof. Okay gewesen. Vielleicht habe ich ja Glück. Da ist ein Teddy. Warum ist denn da jetzt auch noch ein Teddy? Aber der will jetzt nichts von uns. Der Huhn ist unterwegs. Mit Angsthuhn. Ja, der war ja einfach. Nichts kann. Mein Inventar ist voll. Alter, Falt. Ja, gut, dass ich das jetzt hier. Ja, okay, gut. Gibt es denn irgendwas Besonderes? Ein extra Bienchen? Oder sowas in der Richtung? Oder ein bisschen Platz in den Inventar? Ich hätte jetzt auch nichts gegen Platz in den Inventar. Gut, ich habe jetzt auch ein oder zwei Pfeile in den Rinn jetzt wirbelt. Wirbelnderweise. Wenn ich jetzt noch langsamer mache, krieg ich vielleicht noch ein Pfeil wieder. Guck mal, da ist was. Nehme ich auch mit. Und der Bill hier ist ja daran. Ist ein normaler Helm gewesen. Ich habe jetzt gerade per Hand ein Giant Platt gemacht. Ohne Probleme. Also ich habe da keine gesehen. Und kriege hier so einen kleinen Kackerhelm. Naja, gut. Wie sagt man immer so schön? Und das stimmt so. Ja, jetzt. Wir sehen uns wieder. Sehr, sehr schnell. Gut, dann machen wir jetzt oben noch ein bisschen. Übrigens, eine ganz, ganz dumme Frage. Ich habe vor 5 Sekunden neu so gesagt, hier oben ist irgendwo ein Bär. Ich glaube, den hat der Jane schon platt gemacht, wa? Bin mir nicht so sicher. Ach, was will der? Ich mach den weg. Also, da mache ich ja, also, keine halben Sachen. Der hat ja keine Chance. Ach übrigens, wie ihr seht, ist der Kabin wieder mit dem vollen Inventar. Ist gut. Wenn er schneuert. Oh, ich schmeiße 1000 Blätter weg. Einfach mal so. Weil ich es kann. Ich hoffe, dass er nicht gleich wieder spawnen tut. Ist das jetzt bloß so oder sind die jetzt auch in der Stadt? Nicht, dass ich jetzt irgendwas über den Teufel an der Wand gemalt habe oder so. Weil auf Dauer könnte das ein bisschen schwierig werden. Gut, genug Munition, ne? Naja. Alles für den Club. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, ich gehe mal schnell nach Hause. Werd versuchen, noch ein bisschen Munition für uns rauszupulen. Das sind nämlich noch 1-2 Meter bis unten hin. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Ich hoffe, wir überleben das morgen, weil, wie gesagt, ich brauche Raketen. Ich brauche Benzin. Wenn es noch nicht fertig ist. Alles. Ich brauche alles. Also, haltet die Ohren steif. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.